So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Turing Test, Folge Nummer 14. Hier im Raum 56, in der letzten Folge, Raum 55, haben wir uns ja ein bisschen, beziehungsweise ich, mich ein bisschen blöd angestellt. Ich verstehe die Risiken, aber wir sollten diese Menschen retten. Würdest du destroy the whole world to save a few? No, it's not that simple. Can't we just decontaminate the crew and instruments? The organism is an extremophile. It has developed to survive extreme environments. We don't know if we can ever decontaminate the crew. Yep. Das haben wir schon in der letzten Folge am Ende erfahren, da hat er das schon gesagt, der liebe Tom. Dass das wohl recht schwierig sein könnte, die Crew und die Instrumente hier auf Europa zu dekontaminieren und die paar Menschen hier zu retten. Eva sagt aber, dass das nicht so einfach ist. Man muss da schon alles probieren, um Menschenleben zu retten, auch wenn wir damit ein hohes Risiko eingehen. So, Freunde, aber jetzt soll es um Raum 56 gehen. Hier oben brauchen wir schon mal zwei Energiequellen, um die Tür zu öffnen. Wir haben die Kamera, können hier erstmal hier drauf fahren vielleicht. Dann geht schon mal die Tür auf. So, dann können wir erstmal uns hier draufstellen und hier den Roboter durchfahren. So kommen wir an diese Energie ran. Wofür brauchen wir denn jetzt diese Kameras? Das frage ich mich gerade. Wofür brauchen wir die Kameras? So, jetzt haben wir hier eine Energie drin. Jetzt können wir den hier eigentlich drauf fahren. So, und hier. Ach so. Okay, hier komme ich sozusagen nicht rüber, weil hier die Energiequelle fehlt. Okay. Ich brauche aber die Energie außerhalb dieses Raumes. Jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir die Energie daraus bekommen. Moment, Moment, Moment. Wir müssen mit den Kameras irgendwas arbeiten. Ah, Moment. Kann ich diesen Roboter mit den Kameras steuern? Ja, oder? Vielleicht, wenn ich hier die Energie rausnehme, mich mit dem Rücken hier hinstelle, so. Und einfach hier die Energie rausziehe, dann brauche ich die Kameras gar nicht. Hä? Okay. Das war leichter als erwartet, Freunde. In Rekordzeit gehen wir durch diesen Raum. Mal sehen, was Tom jetzt zu sagen hat. I can't stay here to die, Tom. It is your duty. You must stay. It is the right thing to do. There's so much I haven't seen, so much I haven't done. I can't live my life in this facility. There, there. It will be all right. Ja, Tom ist natürlich nur eine KI und sieht das alles so einfach. Wir kommen ja schon raus, Eva. Wir kommen ja irgendwie raus. Irgendwie schaffen wir das, Tom zu überlisten und hier wegzukommen. Und irgendwie kriegen wir es auch hin, diesen Organismus, wenn es ihn dann überhaupt gibt, wenn Tom ihn nicht komplett erfunden hat. Zu überlisten, beziehungsweise ihn zu dekontaminieren. Wir haben eine Brücke. Da kommen wir hoch. Hier eine. So, okay. Wir müssen schon mal irgendwas. Wir müssen hier schon mal irgendwas draufstellen. Das ist schon mal völlig klar. Wahrscheinlich dieses Dings dort. Aber das kann ich auch einfach so. Da brauche ich ja nicht mal die Brücke zu verschieben. Ich mach das einfach so. Zack. Moment mal.
Ach so, jetzt muss ich hier. Soll das so einfach gewesen sein? Hä? Also irgendwie, ganz ehrlich, habe ich gerade das Gefühl, wir haben das Rätsel gelöst auf den nicht richtigen Weg. Irgendwas muss doch noch hier unten passieren. Irgendwas ist doch... Wofür ist denn diese Plattform? Wofür brauche ich diesen Magneten? Egal. Weiter geht's. I do not want anyone here to die. But I cannot let anyone leave. If it comes to it, I am permitted to use lethal force. Tom wird uns aufhalten, wenn wir denn probieren sollten zu fliehen. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Wir müssen jetzt irgendwie... Hier sind noch zwei Türen. War das Ding jetzt erstmal hier hoch. So, zack. Hier drauf, das sollte uns schon mal helfen. Jetzt können wir die Kamera nehmen. Irgendwelche Schalter aktivieren und so weiter. Was uns nicht viel bringt. So, jetzt fahren wir den... Achso. Fahren wir den Kollegen mal aufs nächste Podest. In der Hoffnung... dass wir die richtige Lösung haben. Aber wir müssen ja Ava hier hochbekommen und nicht den Roboter. Ah, okay, Moment. Von hier aus könnte ich ja jetzt eigentlich... Ava... hier draufstellen, aber durch die Scheiben... Obwohl, Moment. So, jetzt ist Ava hier. Müssen wir wieder zum Roboter, die Energiequelle ziehen. Ach ne, Quatsch, die lassen wir drin. Die müssen wir ziehen. Und dann können wir hier... Also es kommt mir gerade wieder ein bisschen zu easy vor. Aber irgendwas wird jetzt gerade wahrscheinlich wieder sauschwer sein. Irgendwas zum Ende. Obwohl, nö, es ist echt easy. Was zur Hölle? Ich meine, warum war der letzte Raum in der letzten Folge so derartig schwer? Warum ist der jetzt so eklig einfach? Das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht gerade. Achso, wir müssen uns mal kurz... Ah, jetzt verstehe ich die Schwierigkeit. Obwohl, nee, ist keine Schwierigkeit. Wir müssen nur mit Ava vorher die Energie hier drin lassen. Zack. Jetzt hier draufstellen. Dann mit dem Roboter hier hochfahren. Easy. Nächster Raum gelöst. Freunde, heute geht's wirklich gut. Do you really trust the ground team to act rationally? Personally, I would not place my faith in hysterical people motivated by survival. They are likely untrustworthy. I spent years training with these people. I don't remember them being hysterical. Humans are fickle. Do you trust eyewitnesses' accounts over CCTV evidence? It's a bit different when the CCTV camera can talk, especially when the CCTV camera has a manipulative track record. Ist richtig. Ist richtig, Freunde. Menschen, auch wenn sie krass trainiert sind, und das ist wirklich so, können in gewissen Situationen dann irgendwann mal an ihre Grenzen kommen und auch ausrasten und nicht mehr rational denken. Wir müssen jetzt irgendwie dieses Gewicht darunter rammeln, runterschmeißen und haben in diesem Raum eigentlich nichts weiter zur Verfügung als diese Kamera. Ah, okay. Ist sozusagen eine neue Spielmechanik, in die wir ja gerade eingewiesen werden. Immer schon Raum 60, geil. What if I have to do something drastic to intervene? To stop the ground crew leaving this place.
I'd encourage you to stay your hand. Surely I should use my power to protect those who cannot protect themselves. Tja, Tom. Das sind aber alles Dinge, die ich so nicht unbedingt gutheißen kann. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hier oben nochmal. Ne, wir müssen irgendwas umschalten, damit die Türen aufgehen. Das Kabel hier führt dahin. Okay. Das heißt, das Ding muss wieder runter. Und dann erst belegt sein. Moment. Moment, Freunde. Wir nehmen das mal mit hier rüber. Weil das werden wir sicherlich noch irgendwie brauchen können. Wahrscheinlich hier drüben. Denke ich einfach jetzt mal ganz eiskalt. Und jetzt probiere ich mal hier hoch zu klettern. So, jetzt können wir hier durchgehen. Zack. Legen das Ding. Zack. Freunde, ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ach nee, Moment. Hier muss der Roboter hin. Oh, na gut, dann wird's natürlich. Dann wird's natürlich ein bisschen tricky. Obwohl, wir müssen eigentlich dasselbe nur tun. Wofür brauche ich die Energiequelle da oben? Brauche ich die da oben? Nö. Wofür brauche ich denn das? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Ich lege die mal lieber hier ab. Wir müssen jetzt dasselbe machen mit dem Roboter. Aber der Roboter kann doch nicht klettern, oder? Muss der Roboter... Moment. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen kleinen Denkfehler. Was bedeutet denn so eine grüne Plattform? Mit was kann ich denn die aktivieren? Mit der Kamera tun? Nee, okay. Das. Mit dem Roboter komme ich die Leiter nicht hoch. Oh, also kann ich den Roboter auch auf gar keinen Fall auf diese Plattform stellen? Puh, jetzt wird es langsam ein bisschen... In dem Raum wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ist nicht ganz so offensichtlich der Lösungsweg. Die Kamera macht mir noch ein bisschen Sorgen. Diesem Dings, könnte ich den Roboter jetzt hier rüberfahren? Mit dem Teil hier. Oder reicht das Gewicht nicht aus? Ne, hier muss der Roboter, hier sind auch diese Fahrspuren. Der Roboter muss am Ende hier landen. Aber ganz ehrlich, ich muss einfach mal probieren. Moment, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir machen das jetzt mal so. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall... Das funktioniert ja auch nicht. Ich muss ja was haben. Ach, damit ich am Ende selbst drüber kann. Okay. Wir müssen es jetzt einfach mal so rumprobieren. Das ist zwar eigentlich Quatsch, weil... Wie gesagt, ich kann da keine Leitern hochklettern. Ach! Kann ich aktivieren. Alles klar. Der Roboter kann die aktivieren. So. Okay, jetzt brauchen wir bloß noch Energie dafür, oder? Jetzt muss ich wieder Eva rüberschaffen irgendwie. Oder braucht der Roboter... Moment, ich probiere mal kurz was. Ach, scheiße. Roboter, komm mal her. Ich bin gerade ganz leicht überfordert. Funktioniert das, wenn der Roboter Energie hat? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Geht schon mal nicht. Wir probieren es mal mit der Energie. Ach so. Okay. Alles klar. Moment. Erstmal muss Ava rüber.
Ava muss erstmal rüber. Das machen wir jetzt erstmal nochmal. Bevor wir hier irgendwelchen Scheiß machen. Wir nehmen mal dieses Dings hier mit, weil damit können wir ja rein theoretisch sowieso nirgends was anfangen. Doch, wir könnten wahrscheinlich. Ne, wir können das nicht mal hier einsetzen. Ich nehme es trotzdem jetzt einfach mal mit rüber. Zack. So. Hoch bekommen wir es ja eh nicht ganz. Nee. Also kann ich es auch hier liegen lassen. Wir legen das mal hier so hin. So, jetzt gehe ich hier hoch. Das ist auch nur eine Kleinigkeit, auf die ich gerade nicht so richtig komme, in welcher Reihenfolge ich den ganzen Scheiß hier machen muss. Hier komme ich auch nicht mehr an die Energie ran, oder? Doch, hier komme ich noch an die Energie. So, jetzt gehe ich hier runter, zack, gehe hier durch. Zack, runter. Am Ende muss ich dieses Dings hier draufstellen. Damit der Roboter über die Brücke kann. Ach, ich leg das von Anfang an einfach drauf. Ich bin so blöd. Moment. Kann der Roboter das Teil schieben? Dann komme ich auf die Lösung. Ah, okay, er kann es schieben. Gut, darauf bin ich nicht gekommen. Dann ist es ja eigentlich easy. Moment. Ja, ich hab verstanden. Okay. Gut, Freunde. Dann können wir das Spiel jetzt eigentlich lösen. Dann können wir diesen Raum eigentlich jetzt endlich abschließen. Moment, ich muss noch vorher. So. Bisschen dumm angestellt. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Reihenfolge. Hoch. Hier hoch, dann rüber. Zack. Roboter runter. Zack. Durch, zack, drauf. So, jetzt können wir hier lang. Tür ist offen. So, und jetzt können wir mit dem Roboter. Ava kann sich schon mal hier draufstellen. Obwohl, nee, wir müssen ja wechseln. Das kann ich aber die Kamera machen. Kamera. Roboter. Nee, wir müssen nochmal zurück mit Ava. Wir müssen ja noch die Energie in den Roboter schießen. Weil ich denke mal, der wird nur mit Energie, wird er funktionieren. Komm ich hier ran? Ja. Gut, so, jetzt muss der Roboter rüber. Dafür machen wir das. Wenn es denn mal klappen würde. Oh, come on. Was sagt, dass das nicht wahr ist? Oh, nö! Es hat sich verkeilt, ich fasse es nicht. Ja, okay. Aktiv? Nicht aktiv. Nicht aktiv. Scheiße. Jetzt. Okay. Jetzt können wir hier rüber gehen. Stellen uns mit dem Rücken zu Ava. Wechseln. Nehmen die Energie. Schießen die in den Roboter. Gehen auf die Plattform. Nehmen den Roboter. Gehen rum und fahren sie hoch. Gut, Freunde, Raum gelöst. Das war doch ein Akt. Und der Roboter hat, glaube ich, gar keine Energie gebraucht, um das zu lösen. Ich musste nämlich nicht nur X drücken, sondern X gedrückt halten und dann den Analogstick hochziehen, um die Plattform hochzufahren. Das habe ich aber jetzt erst gerafft. Nicht so schlimm. Wir sind jetzt in der Drilling Site, Freunde, in der. Also da, wo Bohrungen durchgeführt wurden. Aber diesen Ort, meine lieben Freunde, gucken wir uns in der nächsten Folge an. In Folge 15 mit The Turing Test. War eine schöne Folge heute. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Wir sind ja fast durch. So viel ist es nicht mehr, noch 10 Räume oder so. Dann sollte das Spiel langsam dem Ende entgegengehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Ende. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ob wir von dieser Station hier runterkommen, zurück auf die Erde. Oder ob wir für immer hier gefangen sein werden und ob wir unser Crown-Team wiederfinden
Tom zerstören können, wie auch immer. Wir werden es sehen, Freunde, in den nächsten Folgen von The Turing Test. Danke fürs Einschalten hier bei Folge 14. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.